In der letzten Episode. Ich hatte hier schon mal einen Beil hier vorne, aber... Achso, suche ich nach einem Beil? Bin ich bescheuert? Das ist doch der Interloper. Da vorne ist ein Ahornschößling. Sehr lustig. Jetzt nimm den... Halt's Maul, nimm's einfach. Deswegen willst du da nichts nehmen. Ja, jetzt verstehe ich so langsam, was dahinter steckt. Und so geht's weiter. Ja, und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 149. Und wo wir bei der Folge 149 sind, sind wir auch in... The Long Dark Version 1.4.9. Ne, 1.49, nicht Punkt. Der zweite gilt nicht. Ach, ernsthaft, es ist, die Nacht ist noch nicht rum. Oh, need some water. Ja, eine Stunde haben wir noch, verdammt. Ja, das Update ist draußen. Hier sieht man erstmal nicht viel, weil hat sich jetzt auch für den Interloper hat sich sowieso nicht so viel geändert. Wir haben immer noch unser Lagerkoller, immer noch 26%. Oh, wir haben doch die ganze Nacht hier draußen gepennt. Ja, sowas Ärgerliches. Ja, für den Interloper hat sich jetzt, sag ich mal, nicht so wahnsinnig viel geändert, weil der Revolver, der kam, den gibt es hier sowieso nicht. Aber es gibt Birkenrindentee. Der soll wohl Prozente heilen. Das heißt, im Interloper, wenn du den trinkst, wahrscheinlich zwei. Über die Zeit, also nicht so wie so ein Medikit, den du dann anpackst und dann hast du dann ein paar Prozente mehr. Das kommt erst über der Zeit. Und dann gibt es halt diese Handwickelgeschichte. Die bieten ein bisschen Schutz. 1,5 Grad, ernsthaft. Das Ding bringt 1,5 Grad. Ich würde sagen, damit ist es fast auf dem gleichen Level wie die meisten Kleidungsstücke, die du hier findest. 1,5 Grad. Toll, das ist fast so gut wie die Tug. Na ja, gut, zwei Wickel sind wahrscheinlich so gut wie die Tug. Das heißt jetzt was genau? Verdammt. Der Schlafsack sieht auch schon wieder super aus. Wir haben ein Verstauchungsrisiko, weil wir in der Ebene herumkraucheln, natürlich. Ich dachte, sie hätten es gefixt, aber anscheinend nicht. Ach so, von überladen. Okay, wir sind überladen. Ja, das ist jetzt neu dazugekommen. Du kriegst jetzt auch einen Indikator, wenn du überladen bist. Ja, weil die 120 Gramm, dadurch, dass wir das natürlich, ist jetzt schon schlimm. Na gut, zumindest siehst du es jetzt. Das ist ja schon gar nicht so schlecht. Oh Gott. Oh. Ja, so ungefähr. So fühlt sich das für sie an. Wir haben fast kein Wasser, echt. Dann müsste man vielleicht mal ein bisschen Wasser kochen. Okay, dann lass uns mal ein paar Sachen rausschmeißen, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Den Schlafsack lege ich lieber raus, dann sehe ich ihn schneller. Das kann erstmal hier bleiben. Fackel, naja, von mir aus. Dann bleibt es halt erstmal im Rucksack. Echt, 46% haben wir echt so ein gutes Brecheisen mit hier raufgenommen. Wieso ist das so weit runter? Ich dachte, es wäre besser gewesen. Na gut. Gedächtnis und so. Ne, wir müssen jetzt eher uns um Wasser kümmern. Aber, beziehungsweise, Moment mal, hier ist das drin, oder? Ja, wobei, das ist auch nicht so viel. Wir müssen eh noch ein bisschen Zeit totschlagen. Es ist leider finster, ja. Irgendwie ist die Nacht noch nicht vorüber. 26%, wie lange braucht denn das? Wir haben jetzt wirklich die ganze Nacht hier draußen verbracht. Wir haben ja gepennt. Und wir haben 2 Stunden eine Bären auseinandergeknüppelt. Und wir haben den Bär gejagt die ganze Zeit. Das war alles das, was wir hier draußen verbracht haben. Seitdem wir in den Wolfsberg gekommen sind, mal abgesehen davon, dass wir zweimal in der Hütte waren, sind wir die ganze Zeit hier draußen. Was sagt denn der Tag? Was sagt denn eigentlich das? Der Holzbestand. Oh ja, echt doch so viel. Uiuiui. Ach du Schande, na gut, okay. Oh, Verstauchungsrisiko. Ja, toll. Ja, weil wir brauchen das. Warte mal. War das jetzt mal hell, oder? Weil wir an der Kante stehen, willst du mich verarschen? Ja, hab da gerade gesehen einen. Also wenn du dich an die Kante stellst, dann kannst du dich verstauchen. Ah ja, so funktioniert das. Jetzt wissen wir es so langsam mal. Ah ja, bin ich froh, dass sie es eingeführt haben. Okay, wir machen noch ein bisschen Wasser. Nur, dass wir halt erstmal genügend Wasser haben und dass es auch ein bisschen heller wird. Weil wir müssen ja noch Stöcke sammeln. Naja, das wird noch eine Weile dauern. Okay. Ja, das mit dem Bären, das dauert leider, meine Gute. Wir können das jetzt nicht ändern. Es wird erstmal dunkel, bevor es hell wird. Und ne Wind. Oh. Na gut, aber zumindest ist es hell. Wie viele Minuten haben wir noch? Noch ein bisschen. Hat gerade gereicht. Sehr schön. Ja, da kann man natürlich die Fackel nicht rüber transportieren. Und ist es bewölkt. Na, ist das nicht wunderschön.
Okay. Ja, wir sind überladen. Wegen dem Wasser vor allem auch, ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Nicht, dass ich mich hier verstauche. Ja, sie haben ja den Patch rausgebracht. Also, das war ja eigentlich ein Update. Sie haben ein Update rausgebracht. Und, so, ist ja inzwischen aus. Ne, er glüht noch, okay. Genau, sie haben das Update rausgebracht und dann haben sie aber festgestellt, dass das nicht so gut funktioniert, weil... Warte, da schmeißen wir auch mal 7 raus. Ja, das ist ein Problem mit den Sprains gibt, weil er auf einmal in der Ebene die ganzen Sprains halt gezählt hat, sozusagen. Oh, Verstauungsrisiko. Komm, stell den da hin. Ah ja, das funktioniert so. Ja, du konntest halt einfach in der Ebene dich auch verstauchen. Wenn du gar nichts hattest, nicht überladen warst oder sonst irgendwas, konntest du dich irgendwie auch verstauchen. Also das haben... Ich sehe schon, die haben das getestet. Und lustigerweise hat er ja mal eine Mail in Mailback geschrieben, dass der Großteil ihres Tuns nur noch aus Testen besteht. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie großartig haben im Spiel entwickeln. Der Bogen sieht ein bisschen anders aus. Naja. Also manchmal frage ich mich echt, bringt da irgendwelche Aussagen und das nächste Update beweist genau das Gegenteil. Naja, sie waren auf jeden Fall hart dran, das zu patchen. Angeblich ist es gepatcht, es gab sehr viele Abstürze. Wo sie anscheinend jetzt auch wissen, woran es lag und das wohl auch gepatcht haben. Deswegen ist es jetzt nicht mehr 148, wie der Steadfast Ranger. Weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, ist auch völlig egal. Update hieß... Ja, weil es halt einfach dann wahrscheinlich so viele Patches waren, dass die Versionsnummer gleich mit sicherheitshalber mit geändert haben. Naja. Oh ja. Komm, wir brauchen ein paar Stöcke, das wird so nicht reichen. Gar keinen Fall. Eine Schneeflocke gesehen. Das ist der nächste Blizzard. Ja, dadurch, dass hier jetzt ein Update ist, ist natürlich jetzt die neue Aufnahmesession, das ist ja klar. Und die vorherige war extrem verpestet von Blizzard. Alter Schwede. Und das viele. Also was, deswegen haben wir ja auch übrigens noch unser Lagerkoller. Risiko. Links oben sah man den Gipfel. Oh, jetzt rechts oben. Ja, ob wir es dahin schaffen, das werden wir noch sehen. Jesus. Ja, da müssen wir halt ein Streichholz finden. Haben wir welche dabei? Ach, Gott sei Dank. Ein paar. Na gut, in der Berghütte liegen noch ein paar. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann das... kann sein, dass durch das Update halt gesagt, dass sie gesagt haben, nee, Lagerkoller-Risiko, das lassen wir jetzt nochmal aktiv. Weil sicher ist sicher. Wo die meisten werden wahrscheinlich inzwischen eh wissen, was in den Updates kam. Ich führe es zumindest trotzdem später nochmal im... beziehungsweise ich habe es schon im Schleicher ausgeführt, den ich aber noch aufnehmen muss. Ja. Ja, diese Woche ist eine 3 Folgen Interloper, 4 Folgen Schleicheraufnahme Variante. Deswegen kommt das Update im Schleicher zuerst. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Birkenrinden mehr. Das ist natürlich, ich sehe auch keine Birken hier oben irgendwie. Und von daher. Das können wir uns erstmal aus dem Kopf schlagen. Also letzten Endes für den Interloper ist halt dieser Birkentee wahrscheinlich, Birkenrindentee, interessant. Wegen der... Weil du da halt ein paar Prozente wiederholst. Doch, da vorne sind Birken, okay. Da könnte man mal durchschlappen. Sehe ich da auch Wölfe? Momentan sehe ich keine Wölfe. Ich bin mal gespannt, was hier alles als steil gewertet wird. Ja, ich bin ganz steil. Ja, das ist schon eine Weile. Das hat das Leiden schon angekündigt. Naja, der Bär ist schon weg. Beziehungsweise die Beine von ihm sind weg. Die Gebeine. Aber die Federn sind noch da. Vorne gibt es Hagebutten.
Na toll. Ja, dann lass es erstmal. Dann müssen wir erstmal ablegen. Wenn du da so langsam bist, das sieht fast so aus, als würde es aufklaren, aber irgendwie, weil es schneit, ist es das wahrscheinlich nicht. Es gab wohl wieder ein Unity Engine Update, das wahrscheinlich dann auch die Abstürze hervorgerufen hat, nehme ich mal stark an. Und da waren sie wohl dann auch mit dem Entwickler, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Entwickler von Unity? Von der Unity Engine, heißt das Unity? Keine Ahnung. Ja, Bilgenrind-Tee müssen wir mal holen. Dann gibt's ja, dann haben sie ja den Energy-Drink eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob es einen Interloper gibt. Ich würde dir mal sagen, nein. Das ist mein erster. Wie kannst du mal die Knochen rausschaffen? Weil hier wäre doch eigentlich eine günstige Stelle fürs Feuer. Nein, eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist die eher hier. Ja, die ist hier, okay. So, ich würde mal gucken. Ja, okay, passt. Gut, dann Fackel raus. Dann machen wir nämlich schon mal hier ein Feuerchen an. War die schon auf 100% oder haben wir eine 100er mitgenommen? Nee, oder haben wir die... Hat sich das nicht gemerkt vielleicht? Gut. Oh, wenigstens du kriegst das hin. Ja, bei deinem Kumpan ist das mehr lucky als bei dir. Ja, wir werden wahrscheinlich die Nacht hier draußen verbringen müssen. Ja, wir werden uns mal kurz aufwärmen müssen. Bastelt. Natürlich. Wie auch sonst. Gut, Unterkühlungsrisiko ist auch geheilt. Wir werfen noch ein paar Sachen raus. Was ist das hier? 6% hat er schon. Sehr schön. Die wir jetzt nicht dringend brauchen. Was sind das für Sachen? Wahrscheinlich das Wasser. Ja, ich lege jetzt nicht noch eine Mini-Flasche dazu, sonst denke ich, oh ja, geil. Achso, den Schlafsack. Ja, den könnte man natürlich gleich davor mitpacken. Das ist richtig. Wir werden wahrscheinlich heute Nacht hier pennen müssen, weil wir unser Lagerkoller-Risiko immer noch nicht losgeworden sind. So. Ja, Säge und Brecheisen, okay. Das sind ja immerhin 2 Kilo. Das Messer werden wir eh nicht verwenden und die Fackel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Dose, naja. Komm, leg die Lampe dazu. Ja, dann halt die 7 Pilze und die eine Feder. 18,57 Kilo, okay. Oh ja, hey, heute Nacht schlafen wir im Schweben. Das ist ja cool. Ja, die noch zu schlagen, da hätte man echt viel Holz gewonnen. War das, wie lange brauchst du dafür? Tja. Unendlich, würde ich sagen. Gut. Eins. Wieso klingt... Ah, die haben jetzt auch Töne. Ah, das ist super. Da haben sie endlich die Töne eingeführt. Ja, und wenn du eine Verstauchung heilen willst, ist jetzt leider zweigeteilt. Also du musst dir dann Verband anlegen und Pillen nehmen. Das war vorher ja nur die Pillen. Jetzt brauchst du halt noch Stoff dazu. Das heißt, zu deutschem Interloper... Wirst du das immer mit dir herumtragen? Ja, darauf läuft's hinaus. Das haben sie gut geändert. Sie haben den Interloper-Modus noch etwas härter gemacht. Gut, es gab ja auch Rufe danach, das Spiel ein bisschen härter zu machen. Jetzt haben sie es, bitte sehr. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber naja. Wenn gewisse Herrschaften das so wollen, dann müssen wir das halt mitnehmen. Sieht man eigentlich die Prozente? 70, okay. Echt, du nimmst es, ja gut. Ja, das wird heute eine Bärenkochfolge. Ihr wisst ja mal, was passiert, wenn man Bären geschossen hat. Ja, da gibt es erstmal eine ganze Weile lang Gekoche. Aber ich versuche das ein bisschen so zu gestalten. Ja, wobei, müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Toll, du wolltest es aber nehmen. Ist dir schon bewusst. Ja, ist ungewohnt, dass da jetzt ein Ton dabei ist, muss ich wirklich sagen. Man ist es halt nicht mehr gewohnt, dass wenn man die Dinge aufnimmt, weil die sind ja schon Ewigkeiten da. Diese Säcke, die gibt es, ich weiß nicht, wie viele Jahre die jetzt schon in The Long Dark drin sind. Aber es sind schon ein paar Jahre.
Und was sie im Prinzip gemacht haben, ist einfach nur das Geräusch von dem normalen Stück Fleisch halt dafür auch zuzuordnen, sozusagen. Also meine Güte. Das ist echt. This pack is getting kind of heavy. Tja. Ja, dann haben sie wohl diesen Schießmechanismus. Das haben sie jetzt geändert. Und zwar, das kostet jetzt Stamina. So wie wenn du rennst, kostet das Zielen jetzt auch Stamina. Aber du kannst also nicht mehr unendlich zielen. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt den Bogen nehme... Ja, komm, wir stellen uns mal ins Feuerchen. Ich mach's so, dann seht ihr rechts unten wieder, das Stamina sinkt. Außerdem ist alles rundherum verschwommen. Das kann man leider nicht ausschalten. Das habe ich ihn schon gefragt. Er hat sogar geantwortet. Also ich war total überrascht, was es rausgebracht hat. Und dann habe ich mir halt erstmal gleich das Video angesehen, was ich sehr cool gemacht finde. Also muss ich sagen, das Kudos. Das kriegen sie also echt gut hingekriegt. Dass halt die Videos, dass sie das über Video kommunizieren. Ist natürlich halt auf Englisch, aber naja. Ich denke, man versteht das meiste schon. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen Material holen. Und dann habe ich halt den Blur gesehen und dann habe ich halt gleich gefragt, ob man den ausschalten kann. Also habe ich drunter geschrieben unter seinen. Dann hat er sogar geantwortet, hat gemeint, kann man nicht ausschalten. Er wollte es halt, um es halt den Spieler zu fokussieren. Naja, das Thema hatten wir schon. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Wir nehmen es halt so, wie es ist. Sie haben es nicht ganz so schlimm gemacht, finde ich. Also man sieht halt schon noch ein bisschen, es gibt da verschiedene Blur-Mechanismen und sie haben halt Gott sei Dank einen angewendet, der nicht ganz so schlimm ist. Ja. Oje, oje. Naja gut, wenn du Feuer hast, dann reicht das ja eigentlich. Wir brauchen noch viel mehr Feuerholz, alter Schwede. Ja, kein Werkzeug. So, einmal hier und haben wir das inzwischen? Haben wir immer noch nicht. Nicht, dann bleibt man halt doch eine Weile hier. Eine Stunde haben wir noch. Moment mal, das ist der Kleine, oder? Wie viel bringt das? 8, 10 Minuten, warte mal. Alter, das ist der Falsche. Genau, nimm den mal an, stell den mal beiseite. So. So, meine Gute, jetzt lassen wir uns mal gut gehen. Was hältst du davon? Bist du doch auch dafür. 8 Minuten. Okay, jetzt kann man das da unten verwenden. Ach so, du hast ein großes darunter getan. Toll. Du bist echt ein Idiot. Das ist auch ein... Wo ist denn jetzt das eine wieder was? Ich verstehe es nicht. Wir hatten doch... Ne, ich frage lieber nicht. Weil geht die Zeit weg. Okay. Oh, lecker. So, halbe Stunde. Feuer. Ja, Gott sei Dank ein Outdoor-Feuer, aber wir müssen uns noch um Holz kümmern, das hilft nichts. So, das kriegt man jetzt erstmal nicht mehr rein. Ist das das Kleine gewesen? Jetzt haben wir hier noch 26 und 45. Ja, wahrscheinlich. Okay, wir brauchen Wasser. So ein Bär zieht hier halt gut das Wasser raus. 24 Minuten. Nein, wir brauchen jetzt den Bogen. Ich komme weg damit. So. Komm, stell das mal dahin. Wir hören Wölfe hier. So viel ist auf jeden Fall sicher. Okay, wir brauchen mehr Holz. Wir kommen da nicht drum rum. Ja, wir zücken auch den Bogen. Ja, und dieses Zielen, das wird halt dann auch schlechter, wenn du halt müder bist sozusagen. Wenn du halt nicht mehr fit bist, dann kannst du halt nur kürzer zielen. Du schwankst halt mehr. Gut, das mit dem Schwanken, das kennen wir ja schon. Das ist jetzt nicht wirklich viel anders, als es vorher war. Was sagt denn der Tag? Naja, kurz nach Mittag. Ja, jetzt geht das wieder los. Da kostet dann auch Stamina. Naja gut, nicht die Rennstamina, aber es ist eine eigene Stamina-Bar. Ja, und es gibt...
wenn ich ins Journal gehe. Es gibt jetzt einen weiteren Skill, das ist hier für Revolverschusswaffe. Das ist einer, den wir halt auch nicht in diesem Modus auf 5 heben werden können, weil Schusswaffe gibt es weiterhin hier nicht. Also Explosivschusswaffe, so muss man es nennen. Ja, die Wölfe sind da unten, okay. Dann wissen wir das schon mal. Wie viele Stöcke haben wir jetzt? Ja, das sind gerade mal, ich sag mal, 2,5 bis 3 Stunden. Das reicht noch nicht wirklich, meine Güte. Das reicht noch nicht wirklich. Ja, ja. Naja, gut, ich sag mal so, das mit dem Blur, das ist mich jetzt nicht gemacht. Mich nervt es ziemlich, dass sie es reingesetzt haben, aber... Ja, wir kriegen das schon hin. Wir werden das akzeptieren und dann kriegt man das schon hin. Damit auch umzugehen. So, was ist hier speziell auf den Gipfeln? Ich hoffe ja auf das ein oder andere Stück Holz. Deswegen mache ich den Gang hier überhaupt. Naja, zumindest gibt es Bartflechten. Echt nix. Ah doch, ein Stock. Das hat sich ja dann schon gelohnt. Ah doch, Gott sei Dank. Nicht ein Stückchen Holz. Soll der Gipfel nicht machen so einen Namen oder wie ist das hier? Anscheinend nicht. Ja, ja, Steigung. Nehmen das alles mit. Naja. Ich will es jetzt nicht versuchen mit dem Sprung. Naja, die Steigung. Die Steigung. Komm, wir rennen wieder runter. Natürlich schön, dass ihr dann hier so Wellen reingemacht habt, wo du dann wahrscheinlich dir daran die Haxen zerbrichst. So, dann kloppt mal das Holz mal wieder drauf. Oh, Hilfe. Naja, es geht mit dem Blur. Also ganz außen ist es schlimm. Naja. So, hier wird es uns wieder warm. Ja, dann hauen wir das gleich mal drauf. Dann geht es deinem Gewicht auch wieder besser. Okay, weiter basteln. Einzelschen ist das Feuer auch. Was? Hm. Inzwischen ist das Feuer auch heiß genug, dass du im Prinzip in der Viertelstunde zurechtkommst. 6 Minuten. Hm. So, dann kommt das halt rein. Okay, eine halbe Stunde Hammer. Wunderschön. Dann gehen wir mal auf den anderen Gipfel. Minus 13 Grad, so warm war es nie im idyllischen Tal. Ich sag ja, wir gehen in den Wolfsberg, um uns aufzuwärmen. Tja. Ja, das liegt jetzt nicht nur am Wolfspelzmantel, den wir hier dabei haben. Also es sind jetzt nicht nur 2 Grad. Wärmer gefühlt als im idyllischen Tal. Na, was mal? Das ist eigentlich nur minus 20 Grad oder so gehabt. Ja, dann gibt's noch einen Hirsch. Den holen wir aber jetzt erstmal nicht. Ja, ich sollte auch den Bogen hier draußen gezückt haben. Gut, der Bogen sieht jetzt tatsächlich mehr aus, als wäre er aus Holz und nicht aus Plastik. Jetzt sieht er, man könnte sagen, er sieht auch aus angemaltem Plastik aus. Aber wieso hat er so eine Metallfassung? Brauchst du da jetzt ein Altmetall dafür? Ja, wahrscheinlich nicht. So, Birken, irgendwelche? Ne, natürlich nicht. So. Dann gucken wir, ob wir hier oben noch ein bisschen Holz finden. Ja, stecken wieder weg.
meine, theoretisch, wenn man da runter geht, wo wir dann später noch weiter müssen, Richtung Schluchthöhle und so, wenn man da rechts geht, also nicht links zu der Schluchthöhle und zu den Containern, / Wölfen, da gibt es manchmal auch Holz. Echo-Gipfel Westen. Ja, haben wir den rechten, den im Osten jetzt gehabt, oder nicht? Das ist auch so eine Monsterzähler. Und was sagt denn eigentlich? Ah, es ist weg. Gut. Das Risiko wegen dem Lagerkoller. Echt, gibt's hier kein Holz. Da unten gibt's noch ein Hirschkadaver. Diejenigen, die jetzt diese Steinmännchen suchen wollen, die haben natürlich einen besonders großen Spaß. Ja, die machen das dann wahrscheinlich in einem leichteren Modus dafür. Das ist ja klar. Ich wollte schon, da vorne liegt Holz, da. Was ist denn das? Das ist von dem Baumstumpf, der da drüber liegt, okay. Nee, aber holzmäßig war das jetzt nicht so erfolgreich. Das sind gerade mal 8 Stöcke. Na gut, es ist jetzt auch gerade nicht ganz so kalt, trotzdem. Ne, hier ist nichts. Aber hier liegen noch ein paar Stöcke. Na komm. Hier wieder runter. So viele Zeichen, wie jetzt überall auftauchen. Windschatten. Verstauchgefahr. Ist zu steil. Such dir was Flacheres. Tja, es funktioniert nicht ganz im Wolfsberg. Da ist es halt steil. Ja. Wo haben sie es denn überall zu steil gemacht? Das kann doch nicht sein. Naja, guck mal. Ein Hirsch. Wo Hirsche sind, sind natürlich keine Wölfe gewöhnlich. Da liegt genau das ein toter Hirsch. Doch, da vorne ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Aber hier sind ja die Container, oder? Sehen die jetzt anders aus, oder was? Könnte sein. Okay. Ja, die Zweige jetzt knüppeln, da fange ich jetzt nicht an damit. Leider nicht. Halt. Die sind gerade aufgetaucht. Aha. So, wie viel brauchst du denn für den Birkenrindentee? Das musst du natürlich jetzt auch zubereiten. Das hast jetzt noch mehr zu tun. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie den Energy Drink nicht in den Interloper eingeführt haben. Irgendwie schon. Ja, also mit dem Energy Drink, das ist eigentlich, das finde ich ein bisschen schräg, dass sie das eingeführt haben, weil ich meine, es gibt ja die Notfallspritze, das reicht doch. Naja, es soll halt, ein bisschen die, also die Notfallspritze ist ja dann so, dass sie dich sozusagen, wenn die Wirkung aufhört, dass du dann auf 0% Fitness sinkst und dann war's das. Dann kannst du dich im Prinzip in die Ecke hauen. Und pennen. Und bei dem Energy Drink soll das nicht so sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Allerdings hast du danach Kopfschmerzen. Ja, und dafür gibt's dann eigene Kopfschmerztabletten. Finde ich super, dass sie das eingeführt haben. Ja. Das war total notwendig. Naja. Gut. Ich sag mal so, man kann nicht alles haben. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal jede Menge Holz dabei. Da kommen wir dann schon ein Stückchen weit. 31, alter Schwede. Ja, ich behalte sie erstmal. Müssen uns mal ein bisschen um den Bären kümmern hier. So, was haben wir denn? 8 Minuten, okay. So, eine halbe Stunde. Also nehmen wir 9 Sack.
In den Topf. 9 Minuten. Mhm. So. Ah, da kommt was zusammen. Der war auch gar nicht so klein. Also das sind 4,7 mal 8 sind 37, 38 Kilo sind das dann, die wir halt haben an Fleisch. Das ist schon ein Wort. Gut. Alles klar. So, 57, 19 Minuten. Ja, hier ist das momentan sehr, sehr dankbar, weil wir wirklich sehr viel können. Naja, sehr schön. Aufnehmen vorher. So. Ja, das bleibt zu neblig. 49 und 45 Minuten, echt? Ja, jetzt klart's auf. Ja, gut. Dann soll's das tun. Weil letzten Endes war ja auch die Sonne bereits untergegangen. Ja, deswegen wird's klar, das auf, ist ja klar. Huch. Immer sehr drei Tasten und Escape-Tasten freudig. Oh. Tja. Dann werden wir vielleicht noch gucken, dass wir die Container am nächsten Tag mal aufmachen, wenn da nicht das Wetter gerade zu garstig wird. Na komm. 1,7 bitte. Erst ablegen. Ja. Jede Attraktivität vermeiden, so ungefähr. Was ist jetzt? Jetzt wird's windig. Wahrscheinlich kommt bald der nächste Blizzard. Ist jetzt in so einer Dauerschleife gefangen. Halbe Stunde Hammer. Mhm. Ach ja, die Nacht. Der Wind hat aufgehört, es ist hell. Wunderschön. Hilft uns leider nichts. Ja, wir haben es bald. Zumindest das, was Geschnibbel angeht. Zwölf Minuten. Ja, da sagst du was, meine gute alter Schwede. Da sagst du was. Komm, iss noch mal eins. Und irgendwann müssen wir mal Wasser machen, aber das da sind wir noch nicht. Noch lange nicht. Naja, da ist der Blizzard, okay. Aber der kann hier uns nichts, das ist das Coole. Perfekte Ecke. Naja. Bitte was? Ach, jetzt geht das wieder los. Ja, sie ist halt ziemlich fertig, deswegen kann sie nicht mehr wirklich viel tragen. Ja, aber wir können auch nicht pennen, das ist leider das Problem. Ich bräuchte einen Energy-Drink. Na, wunderschön. Juhu. Gibt sie hier die Klinge in die Hand. Ja, ich glaube, wir machen auch gleich mal Wasser. Weil viel haben wir nicht mehr. Ja, komm. Wir machen jetzt hier mal 2 Liter Wasser.
Ja, aber wir haben noch genügend auf Tasche, sag ich mal. Oje. Die reine Existenz ist jetzt ein Verstauchungsrisiko. Das ist ja gut. So, 37 Minuten hat das Fleisch noch. Was schaffst du in 37 Minuten? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Gut. Alles klar. So, dann schmeißen wir das Wasser am besten mal hier davor. Also wirklich viel war das jetzt allerdings auch nicht mit Wasser. So, was sagt denn der Tag? Er kommt bald. Ja, viel schlafen werden wir heute nicht können. Was machen wir da am geschicktesten? Ich würde sagen, wir schlafen 7 Stunden. Ich denke, das passt. Ist es jetzt der nächste Blizzard? Also dieses Wetter, ganz ehrlich, das ist so zum Kotzen. Das, was jemand da schreit sie da ihren Durst raus. Ja, und das, was in einem Kommentar vom Accurize stand, das stimmt nicht. Der hat nämlich behauptet, wenn du halt die Region wechselst, dass die Blizzarder abnehmen. Das stimmt halt nicht. Das ist wieder so eine Urban Legend, wie es so schön heißt. So eine Legende, dass das so sei, aber das stimmt überhaupt nicht. Das Wetter ist ein ganz eigenes System. Das hat mit Regionwechseln und so nichts zu tun. Das haben sie vielleicht früher gehabt, aber das haben sie inzwischen nicht mehr drin. Ja, dann schläfst du noch eine Stunde. Es ist jetzt ein Blizzard, der den ganzen Tag da ist. Shit. Reicht das Holz aber nicht, verdammt. Ich will jetzt aber auch nicht die ganze Zeit pennen. Ja, komm, nimm das mal wieder auf. So. Dann werden wir noch ein bisschen basteln und mal gucken, was passiert. Okay, der Blizzard hat aufgehört. Sehr gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, wir müssen nach Holz jagen. Es hilft nichts, vor allem Stöcke. Vielleicht können wir mal in die Container schauen. Das wäre mir halt wichtig. Und ansonsten, ja, wir könnten ein paar Sachen schon mal in die Berghütte wieder schaffen. Jetzt, wo wir ja kein Lagerkollerrisiko mehr haben. Wir haben jetzt Gott sei Dank nichts. Die Prozente sind auch recht gut da. Wir haben genügend Futter. Wir müssen uns noch ein bisschen um Wasser kümmern. Aber das kriegt man auch hin. Wir können eigentlich schon mal 2 Liter aufsetzen. Sehr schön, ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns dann nächstes. Macht's gut.